Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. So, was wollten wir heute machen? Versunkener Schatz. Okay, zuerst die Leggings zerstören. Die Leggings. Ja, welche Seite? Ja, den Leggings herstellen. So. Die kommt dann. Ja, von mir aus hier hin. Okay. So, hier kommt hier hin. Und dann. Essen, Trinken haben wir. Ja, zum Burgeln, ne? Wieder einmal. So, ich habe hier einige Ameisen-Totems aufgestellt. Aber. Die lassen sich davon nicht abhalten. Die tun und lassen, was sie hier wollen. Also die Totems nutzen echt überhaupt nichts. Echt schade. Wäre ja eine gute Idee gewesen. Man hätte ja vielleicht auch mit dem Totem des Grauens, was ich ja noch nicht gefunden habe, weil ich zu weit unten gesucht habe, hätte man ja auch können vielleicht größere Tiere abwehren. Wäre eine Idee. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. So, jetzt haben wir hier natürlich dummerweise ja, kein Basteltisch und gar nichts. Ja, versunkener Schatz brauchen wir ja. Die müssen wir uns bauen. Dafür brauchen wir einen Basteltisch. Dafür brauchen wir Ressourcen. Und so weiter und so fort. Geld? Ja, Geld. So. Abliefern. Und vielleicht kriegen wir eine neue Mission. Ja. Teichlabor oder so, das wird ja dann richtig gut passen, wenn wir schon mal da sind. Aber heute machen wir uns erstmal diese Taucherausrüstung, ja? Always happy to see a repeat customer. The processing speed increased 0.00000000003%. Ja, ich hab's verstanden. Is there anything else I can help you with? Also auch, three bold quests arrived. So. Rote Ameisenfalle. Dann hätte ich schon drei. Haben wir ein Hähnchen gefunden? So, einen goldenen und einen normalen. Ich brauche fünf. Fünf brauche ich. Hier. Drei. Stärke. Nee, aber hier kann ich acht gehen, oder? Ich bräuchte drei, dann bin ich bei 19. 8 essen. Nee, macht keinen Sinn. Da sparen wir mal. Schön. Aber wir können hier, wenn wir schon mal hier sind, was hier nochmal alles mitnehmen. Denn das wird immer gebraucht. Er kommt schon. Oder noch einer irgendwo. Oder? Ach ja, irgendwo. Hallo. Ja, noch. So, dann. Na, komm. Ein Stück, nicht viel, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich brauche jetzt doch Licht. Weiß jemand, ob die Zähne noch mal nachspawnen oder kann man die nur einmal? Holen?
die nachspawnen, wäre ja nicht verkehrt. Boah, naja. Sag mal so. Wäre ja vielleicht auch zu einfach, ne? Ja. Hier unten liegt noch irgendwo ein Seppegap. Skenny, Skabby. Wie das heißt, ne? Skabbies. Aber habe ich keine Lust für. So. Was war das? Dann zum Teich. Yep. Platz haben wir noch. Ja, wird eng, ne? Geht zum Teich. Seegras, 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 Seegras. Okay, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Wo kommen wir denn am einfachsten in Seegras an? Nicht so tief. Alles furchtbar tief. Da? Mal hinten kommt Luft raus, irgendwo. Aber das ist kein Seegras. Aber zu schön, ne? Und hoch. Ja, ja, ja. Lass mal meine Ruhe. Oh. Analysieren wir hier beim Börgel. Wo denn sonst? Ich denke, man muss das zuerst analysieren. Seegras, genau. Andere Zeugs. Achs und so habe ich ja alles schon analysiert. Genau. Wieder zum Börgel. So, wir könnten vielleicht, aber ich habe keinen Speer dabei, ne? Das ist schwierig. Diese, wie heißen die, Rudolf, Wanzen, Flossen, Flossen, Wanzler. Die müssten wir ja auch noch killen. Wenn denn welche da sind. Kaulquappen ohne Ende. Spinnen und ein Riesenfisch. Ja, ja, dich gehört. Bin ja schon weg. Schlecht, ne? Noch ist es ein bisschen hell. Nee. Raus. Raus.
Puh, war das knapp. Wir sollten solche Experimente lieber lassen. Junge, Junge, Junge. Bruder Wanzen, hallo. Wo seid ihr? Haben sie die abgeschafft? Ja. Warum schwimme ich auch immer Richtung Koi? Hey, komm. Wir schwimmen mal die andere Richtung. Das ist dann doch zu gefährlich. Bruder Wanzen. Gibt's keine mehr. Oh. Maulkoppen. Nochmal. Muss doch noch irgendwo Ruderwanzen geben. Hey, wo ist ein Plattes unter Wasser? Habe ich auch noch nie gesehen. Also in echt. Echt jetzt? Ja, natürlich. Es gibt nur Kaulquappen. Was soll das denn? Da bringen es die. Nee. Haben die was geändert? Fleisch. So viel zu dem Thema. Oh. Da habe ich aber kurz mal nicht aufgepasst. Jetzt bin ich doch einmal rund geschwommen. Komm her. Stirb. Luft. Also hier treiben die sich rum. Naja, mal wissen. Halt, stopp. Ich muss den ja auch noch mitnehmen, ne? Wo sind sie da hinten? Schnell sind sie. Und mein Spinnenfangdolch hat da Gift drauf, oder? Gott sei Dank. Den und den noch. Ich habe 3 Flossen bekommen. 3? Reichen die denn? Hm. Das ist da oben das gemeint. Ne? Aber da waren wir doch schon. Aber die können wir jetzt mal hier analysieren. Analysieren. Da nochmal hochhüpfen. Irgendwann wird schon klappen. Ne? Irgendwann mal am einen Versuch machen. Lauf. Ja, knapp, ne? Prominent Practical Technologies Dr. Wendell Tully, Science Division Log 88.05.29G. H for safety. Kiemenrohr. Final evaluation tests of the spacer are going well, though I have noticed some minor errors in transcription where a non-trivial number of particles are not being conserved.
I have observed no ill side effects, but making a note to check that later. Making a note? I'm still annoyed by Dr. Klein's attitude at the barbecue when I confided in him about my success. He was arrogant, as always, dismissing my breakthroughs in covalent spacing reduction, questioning the very use of shrinking technology. What a ridiculous lack of vision! World hunger, overpopulation, global warming, just the tip of the iceberg. Kann ja echt gar nichts. Nur einfach so. Ja, gut. Was müssen wir denn noch mitnehmen? So, herstellen. Rüstung. Kiemenrohr. Seegrasfasern haben wir genug. Seerosenwachs und Seidenseil habe ich natürlich nicht dabei. So, und die Flip-Flop-Flossen. Flip-Flossen. So. Vier Ruderwanzen. Ja, Gott sei es gedankt. Und mehr Rosenwachs. Ruderwanzen. Die waren doch hier. Vier Ruderwanzen. Ach Mann. Gibt's jetzt hier im ganzen Teich nur drei Ruderwanzen oder was? Ruderwanze, zeig dich. Da. Ich sehe sie. Schwimmen darüber. Weg abkürzen. Weg abschneiden. Nein. Hier geblieben. Hier geblieben. So. Jetzt haben wir 5. 5 sollte reichen. Dann noch Seerosenwachs. War da was? So, Seerosenwachs. Was war das andere? Seegas, Seerosenwachs und Ruderwanzenflossen. Ja, dann können wir ja wieder nach Hause gehen, ne? Vielleicht noch mehr Wachs mitnehmen? Wachs man hat, das hat man. Geh weg. Ich wollte dich nicht. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Nee. Ich will doch Ameisen. Ja, Ameisen gibt es ja mittlerweile genug. So. Nach Hause, weil nur dort gibt's Seile. Irgendwas zum Analysieren noch? Nee. Aber wir könnten was essen. Irgendwas. Just close your eyes and imagine it's a foot pounder. Inventar ist voll, wir müssen nach Hause. Jetzt auch hier schnell eine Werkbank aufstellen können. Ne? Aber nee, da hätte ich hier immer noch keine Seile. Aha. Ja. Geht nicht. Der alte Ameisen. So. Ich
Das wird heute schneller gehen. Ameisen. Ja, um ins Nebellabor zu kommen, müssten wir ja auch Bomben bauen, ne? Das sucht mir gerade im Kopf einen Plan zurechtzulegen. Na gut, Ameisen ohne Ende. Das mit dem Giftschaden. Ah, guck an. Überall Totems. Die Ameisen lassen sich einfach nicht beeindrucken von den Dingen. Aber von mir, da haut's ab. Ja, Mai. Hast du mich erschreckt? Wie kommst du denn eigentlich hier rein? Hier ist doch alles dicht. Wie kommt die Bakti sich hier irgendwo hin? Unfassbar. Hier ist alles zu. Hier steht die Tür offen. Ja dann. So. Rüstung bauen. Beigescrollt. Kiemenrohr. Sehr schön. Dann Lipflopflossen. Gut. So, dann räumen wir noch schnell auf. Hier kommt das rein. Ja, das zählt ja zu essen. Ne? Das ist echt bitter. Seerosenwachs, Seerosenwachs. War das hier drin? Muss ich gleich gucken. Das ist zum Essen. Die Dinge. Sonst noch irgendwas? Ja. Ameisensachen. Und. Nee. Gehört hier hin, ne? Oh, wohin? 16, 32, wow. 48, 50 Stück. Ja, dann gucken wir mal, was wir damit anstellen können. Haha. So. Die hier ist auch. Ja, da brauchen wir einen Batzen. Batzen können wir ja noch nicht bauen. Da sehe ich das falsch. Herstellen. Batzen. Ne, haben wir noch kein Rezept für. Aber er hier. Der braucht 32. Na, das macht er nicht. Nehmen lieber erstmal Bababa. Er hier. Level 4. Den können wir auf 5 machen. Macht das Sinn? Da sollten wir lieber das hier erstmal hochstecken. Ja, sicher. Level 5. Wie viel Schaden macht er jetzt? Oder da. 1,5. Auf hart. Was hat denn der dann normal? Bitte was? 1,5 Schaden auf hart. Okay. Das hat sich ja dann richtig gelohnt. Was ist das denn? War mein Inventar etwa voll? Scheint so. Ruderflossen, Flip, Dingsbums. Der Plan da. Zap. Hab ich auch keinen mehr. So langsam, aber sicher geht mir nicht nur der Platz aus. So.
dich, mein Freund. Hängen wir nochmal auf. So. Gut. Dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen, wenn wir endlich vielleicht mal einen Teich runter tauchen können. Gut. Dann sage ich vielen Dank und tschüss.